Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Booster euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, wir befinden uns natürlich auf der Promo 2.41 im Mittleren Osten und wir werden heute vom Festland Richtung Zypern fahren, nach Nikosia. Genau, ja irgendwie so in Art heißt das. Wir starten erstmal den Motor, sagen Edeltraut erstmal Hallo und dann geht's erstmal auf die Piste. Bordcomputer richtig einstellen. Und wir haben Birnen geladen. Uiuiui, das fängt ja wieder toll an hier. Na gut. Eieieiei, hier ist ja wieder Verkehr, Verkehr, Verkehr. Licht an die Bude. Ich glaube, die haben hier ein leichtes Problem, die Jungs. Eieiei. Das war eine komische Zahl. Ist das das Geld oder was? Ojo. Na gut, wir könnten jetzt versuchen, hier lang zu fahren. Fahren wir mal hier lang. Und machen hier so einen kleinen Bogen. Ja, manchmal muss man halt irgendwie versuchen, hier eine Ausweichroute zu finden. Der lässt mich, okay. Weil es ist ja wirklich alles komplett zugestaut hier. Ah ja, ist wahrscheinlich Wochenende und alle wollen sie jetzt nach dem Freitagsgebet irgendwo hinfahren. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist. Mittwoch. Naja, ist halt ein Mittwochsgebet. Und wir fahren jetzt einfach mal hier so lang. Hier ist noch eine schöne Baustelle und eine Arbeitsagentur, okay. Bin mir jetzt nicht so bewusst, ob es da so eine Arbeitsagentur gibt. Ja, jetzt haben wir hier den Stau auch an der Ecke hier. Oh, scheiß. Ja, Terminfracht alle Herren Länder. Ich glaube, wir müssen hier... ein bisschen... verarschen alles hier. Anders geht's nicht, sonst kommen wir ja gar nicht mehr voran. Gut. Das Navi dreht und dreht und dreht, weil der diesen Wegpunkt nicht so hundertprozentig findet. Ihr seht es. Wir müssen aber in Richtung... wir hätten auch unten lang fahren können. Wir fahren jetzt hier oben nochmal lang. Auf die 51. Ah ja, Navi ist aus. Out of order. Ach, zu schnell. Naja. Und ich bin gespannt, wie es da oben in Zypern aussieht. Ja. Bin ich echt gespannt. So, warum fährt der jetzt so? Über 500 PS sollten uns eigentlich ohne große Probleme nur dorthin bringen. Und wir fahren, glaube, erstmal Richtung Beirut. Und in Beirut werden wir dann die Fähre nehmen, die uns dann nach ja, Nikosia hinbringt. Vielleicht haben wir da noch die Gelegenheit, ein bisschen was zu uns anzugucken. Ich weiß aber nicht, wie spät es dann ist. Es kann dann sein, dass wir mitten in der Nacht ankommen. Naja, sind wir mal ein bisschen... Warten wir erstmal ab. Ich glaube, hier gibt es keinen Überfährhafen. In Sido. Sidon oder so. Nicht Sido. Das war schon wieder ein anderer. Und da oben ist ja schon mal Beirut zu sehen. Ja. Haben wir ein Stück vor uns. Oh, da fliegt der Flieger. Eieiei. Und die nächste Kontrolle. Also. Ein bisschen langsamer fahren hier. Nicht, dass es da wieder Ärger gibt, der Maximus ist zu schnell gefahren. Ich habe hier einen Auflieger. Tirsan-Auflieger. Und aus der Türkei. Aber ich denke mal, das kann durchaus möglich sein, dass auch die Firma hier unterwegs ist. Man weiß es nicht.
So. Schauen wir mal. Also mir ist schon wieder übelst warm. Also ich nehme das hier am 28.07. auf. Ich muss alles ein bisschen vorpreschen, ne? Ja, wisst es. Das soll ja bestimmt Beirut heißen, ne? 75 km/h, denke mal ausreichend. Und hier ist der internationale Flughafen von Beirut. Fahren wir erstmal hier schön gemütlich lang. Und ja, ich habe jetzt 28 Grad hier drin, früh morgens um 12. Früh morgens um 12, ja. Ich habe ohne Scheiß mal ein bisschen länger geschlafen, bis um 8. Und dann haben die Kirchenglocken geläutet und dann bin ich wach geworden. Und dann um 9 haben sie nochmal geläutet. So. Da werden wir nochmal an Meckes hier vorbeifahren. Ach, schön, schön, schön. So, hier mitten durch die Innenstadt. Alter, das ist schon irgendwie. Das gefällt mir. Dieser Aufbau der Stadt. Hübsch, hübsch. So, warte mal, jetzt müssen wir. Ups, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich muss, glaube ich, hier weiterfahren, ne? Hier geht's nicht lang. Ich hoffe. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt nicht. Wie gesagt, das Navi will jetzt die Strecke nicht so richtig mitnehmen. Hier sollen wir auf jeden Fall nicht parken. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Warte mal, wenn wir in Beirut sind, dann sind wir doch schon beim Hafen. Toll, ja, wir müssen andere Seite. Warte mal, da vorne ist der Fährhafen angeklickt. Wir sind ja schon hier. Ab und zu mal nicht nur aufs Navi glotzen wie ein Blödmann, sondern auch mal Blinker mal ausmachen und einfach mal auf die Schilder achten, ne? Hier ist nämlich schon der Hafen. Ja, ist doch klar. Okay. Inwiefern jetzt hier noch Kontrollen sind, was die noch wollen. Schauen wir mal. Da steht auf jeden Fall so ein Sicherheitsmann. Au! Ah! Hallo? Ja, okay, ich darf durchfahren. Naja, war ja doch einfacher, als ich dachte. So, ich kann gleich aufs Schiff rauf. Die anderen warten auf den anderen. Oh, der sieht aber nicht mehr so jung aus. Eieieiei. So, Bruder, wo soll ich hin? Ah ja, okay, der sagt, für mich ist der letzte Platz. Da habe ich ja nicht aufgepasst. So. Also ich hoffe nicht, dass es total dunkel ist da. Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Oh, ja, toll. Ja, das war jetzt nicht die feine englische Art. Also hier habe ich wahrscheinlich irgendwelche Probleme und das Spiel ist abgestürzt. Ja, dann müssen wir die Insel hier einfach mal sein lassen. Und wir machen jetzt hier Feierabend. Wenn ihr die gleichen Probleme habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann lassen wir die Insel einfach mal außen vor. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye bye.